Einwandbehandlung. Warum gibt es Einwände überhaupt? Warum können Menschen sich nicht entscheiden, wenn die Entscheidungssituation ganz klar dasteht? Stellen wir uns doch mal die Entscheidungssituation des Kunden bildlich vor. Sie besteht aus 4 Teilen. Wir haben einen Verkäufer und wir haben einen Kunden. Wir haben auf der einen Seite eine Ware, ein bestimmtes Sofa, was laut Vertrag vom Verkäufer auf den Kunden übertragen wird oder von der Firma des Verkäufers auf den Kunden. Und als Gegenleistung wird vom Kunden auf das Konto des Unternehmens ein Betrag X, sagen wir mal 2500 Euro, übertragen. Warum kann der Mensch das jetzt nicht entscheiden? Die Antwort können wir in 3 von diesen 4 verschiedenen Komponenten suchen. Das erste ist, gehen wir mal als erstes auf diese 2500 Euro ein. Was kann dem Kunden da durch den Kopf gehen? Kann ihm durch den Kopf gehen, will ich mir das leisten? Ja, man kann sich viel leisten, aber die Frage ist, ob man sich's leisten will. Ich persönlich gebe für Möbel nicht viel Geld aus, aber andere Leute geben mehr Geld aus. Also will ich mir das leisten? Will ich mir ein neues iPhone leisten? Will ich mir ein neues Sofa leisten? Beides brauche ich nicht. Das alte ist noch in Ordnung. Das zweite ist, kann ich mir das leisten? Viele da denken sich, besonders Verkäufer, naja, das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Hast du 2500 Euro oder hast du die nicht? Die Rechnung ist aber viel komplizierter und die Menschen stellen diese Rechnung eigentlich permanent an. Sie überlegen sich, was wird die Zukunft bringen? Geht mein Auto kaputt? Wenn mein Auto kaputt geht, muss ich mir ein neues kaufen, dann habe ich einen großen Finanzbedarf. Jetzt werden die Kinder älter, wollen die im Sommer irgendwie ein Jahr ins Ausland gehen, dann habe ich Finanzbedarf. Muss ich eine Reparatur bezahlen? Macht die Waschmaschine kaputt? Was hat mein Ehepartner für Ausgaben geplant? Das haben wir alles nicht so genau im Kopf, müssen aber die Wahrscheinlichkeit praktisch verwursten und uns überlegen, können wir uns jetzt diese 2500 Euro für das Sofa leisten? Dann, das ist der reine Betrag. Dann ist die nächste Frage, gibt es das Sofa irgendwo anders vielleicht noch billiger? Und da wir alle Möbelhauswerbung kennen, ist diese Frage, wissen wir alle, dass die Frage berechtigt ist. Es wird dann permanent suggeriert, bei uns sind die Möbel billiger. Und morgen sind sie noch mal billiger, weil wir noch weitere Rabatte gegeben haben. Also gibt es das woanders billiger? Dann ist die Frage, gibt es das später billiger? Wenn der Kunde rausgeht und wiederkommt, manchmal reicht das schon, damit der Verkäufer sich so freut, dass er den nächsten Rabatt gibt. Und all diese Sachen gehen dem Kunden durch den Kopf und machen ihn unsicher. Kommen wir als nächstes zur Ware an sich. Was könnte dem Kunden da durch den Kopf gehen? Erstmal, ist es mir das wert? Sagen wir mal, es ist ein wunderschönes Sofa der Firma Himola. Kostet eine Menge Geld. Ist es das überhaupt wert, diese Menge Geld? Die zweite Frage ist, ist mir das so viel wert? Ja, ich kenne den Hersteller Himola, ich weiß, dass das tolle Möbel sind, aber ich würde immer noch mich fragen, ist es mir persönlich das wert? Ich sitze gar nicht so viel Zeit auf dem Sofa. Also, ist es mir das wert? Dann die Fragen, die üblichen Fragen, passt die Farbe, ist das Leder richtig, sollte ich überhaupt Leder nehmen, passt das in meine Wohnung? All diese Sachen, die dem Menschen durch den Kopf gehen. So, das ist die zweite Komponente, die Ware. Hunderte von Fragen, die ausgesprochen oder unausgesprochen dem Kunden durch den Kopf geistern. Die dritte Komponente, der Verkäufer. Und was kann da dem Kunden durch den Kopf gehen? Erstmal mag ich den. Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen, respektieren und mögen. Wenn nur eins davon nicht der Fall ist, kennt den noch nicht gut, keine Beziehung aufgebaut, mag ihn nicht oder traut ihm nicht, dann war's das. Der Kunde hat nichts als die Aussage des Käufers, dass das ein tolles Möbelstück ist und dass der Preis stimmt. Wissen Sie, wenn ich mir einen neuen Audi kaufe, dann muss mir niemand erzählen, dass Audi gute Autos macht. Das weiß ich. Mir muss auch niemand was erzählen, dass es ein guter Preis ist, denn der Listenpreis ist tatsächlich bekannt. Und man kann über ganz klar definierte Rabatte reden. So, all diese 3 Komponenten sorgen dafür, dass der Kunde sehr verunsichert ist, oft. Und was machen wir, wenn wir verunsichert sind? Wir sagen nicht, lieber Verkäufer, ich bin verunsichert, sondern wir sagen, ich muss noch mal drüber schlafen, ich muss noch mal überlegen, ich muss noch mal jemanden fragen, der nicht da ist. Und das ist der Auftakt für die ganzen Einwände. Was man verstehen muss als Verkäufer ist, der Einwand ist nicht das Problem. In der Trainersprache, konzentriere dich nie auf die Botschaft, konzentriere dich auf den Sender. Das heißt, wir müssen verstehen, was in dem Kunden vor sich geht und damit umgehen und ihm ein gutes Gefühl und ein sicheres Gefühl geben, dann kann er entscheiden. Deswegen helfen diese meisten Standard-Einwandbehandlungstrainings überhaupt nichts. In den weiteren Videos werden wir uns eine Systematik angucken, mit der man jeden Einwand behandeln kann. Und wir werden uns ein paar Beispiel an Einwände anschauen und mal gucken, wie man mit denen umgehen kann.